So, meine Lieben, ich heiße euch wieder herzlich willkommen zu mittlerweile schon einer fast täglichen Session. Es wird auch nicht lauter. Auch wenn ich euch auf voll aufdrehe. So, wir machen weiter auf der Gaia-Welt. Sehr nice. Wie geht's unserem Verletzten? Schwer verletzt, aber er tut sich aus. Und zum Futtern haben die auch was. Der Weg wird auch gepflastert schon langsam. Jetzt haben wir schön hier den ganzen Stein abgearbeitet. Die holen Holz zum Anzünden, denn ich will meine Stämme hier nicht freigeben, sonst verheizen die nämlich die Stämme. Was brauchen wir hier? Ja, der Pick, also der Axtkopf, der wird gemacht. Nicht Axtkopf, von der Stein. Na, fällt's mir jetzt ein. Spitzhacke, so, Spitzhacke, Spitzaxt, Spitzhacke. So, das Problem mit dem Mammut haben wir noch nicht wirklich in den Griff bekommen. Ob das hier mit dem Arbeitsbereich noch etwas wird, das ist eine Frage. Ich wollte eigentlich hier dann den Lehm abbauen. Hier haben wir Sand. Schlechter Boden, schlechter Boden. Erde, Erde. Auf Erde wächst alles, schlechter Boden wächst nichts mehr. Das mit den Stöcken finde ich aber auch lässig, muss ich sagen. Und wenn ich auf die andere Seite gehe. Und das Lager drüben wieder Räume. Wir dürfen dann auch mal Alpaka schlachten. Tja, was ich mit der Wolle machen soll, weiß ich immer noch nicht. Denn hier ist es nicht so kalt, dass ich Wollbetten brauche. Aber ich werde bei den ersten Holzhütten dann auch Wollbetten reinlegen. Aber vielleicht gibt es in der Forschung noch Betten selbst und ja. So, der neue Tag erwacht. Und irgendjemand kann auch gleich, das ist auch vorerst auch gesperrt.
Spaltholz herstellen. Dass die Bäume verarbeitet werden. Ja, aber nur die Birken. Der Umzug sollte sich halt auszahlen. Ja, na das bisschen Lehm. Noch was drauf, ja. Könnten hier zum Bambuswald darüber wandern. Schaut denn das auf der Map aus? Dann haben wir hier ein kleines Lager. Könnten Richtung Berge wandern. Ja, was wäre unlogisch, wenn hier schon der Lehm wäre. Also, wir Menschen würden uns jetzt einfach den, ja, Mammuts entledigen und sie gleich mal ausrotten. Wenn man hier in Frieden zu leben, ist ja fast nicht möglich, hallo? Da ziehe ich das Projekt ja gleich wieder raus hier. Der holt das Holz von hier, oh mein Gott. Die paar Baumstämme können wir schon hier lagern. Oje, oje. Geht's hier schon wieder ab? Was haben wir denn da hier? Gekochtes Mammutfleisch, gekochtes Mammutfleisch. Doki. Doki. Tempo suna pona. Weiß nicht, ob er dann wieder von vorne anfängt zu zählen, aber... Aber ich nehme nicht alle Bewohner dafür. Hier machen wir ordentlich Spaltholz. Hm.
Ich habe keine ganz jung gepflanzten. Was haben wir denn an Samen hier? Birkensamen 10. Nee, das mache ich nicht so. Ich mache das über das Baumenü. Denn dann gibt es nämlich die Option zufällig. Und dann wechselt er automatisch durch die Baumarten. Den eigenen Wald hochziehen. Und da ordentlich Bäume haben. Das Feld untergraben, oder? Ja. Der braucht keine Allgemeinarbeiten machen. Nee. Der zählt jetzt bis 100 durch. Da haben wir zu wenig Leute, die Holzschnitzarbeiten verrichten, eindeutig, ja. Geht's dir schon besser? Ich hoffe schon, der ist jetzt mal von seiner Baum mit Ziegel kann er machen. Und das Feuer anzünden lassen wir auch mal weg. Holzbau, Strohbau. Und eventuell noch Bäume fällen. Aber nicht tragen. So. Ich habe immer noch genug Erde. Ich denke mir mal, jetzt wird es mal genug sein mit dem Bauprojekt da. Sehr schön, die lernen schön brav graben. Na gut, allzu viele, glaube ich, so viele sollte ich nicht machen. Die werden ja dann mit Anzünden nicht fertig. Die müssen ja nur wissen, wo der Weg geht. Soweit, glaube ich, geht das schon. So, das machen wir auch gleich vorher anzünden, brauchen auch nicht so viele Leute machen. Sona ala.
Oh mein Gott, die Kleine hat 6 Berufe. Das Forschen kann man ja wegnehmen. Er sieht auf jeden Fall auch Feuer anzünden. Knochen schnitzen. Feuerstein schnitzen. Das braucht sie nicht. Wer gibt denn hier solche Sachen hier? Hallo? Ja, warum nicht? Die erweiterten Werkzeuge auch. Gebe ich dir mal das einfache Jagen weg. Forschen, Pflanzen, Graben. Ja, das. Kriegst noch Baum mit Ziegeln. Aber dafür haben wir da. Ne, lass mal Baum mit Stroh noch drin. Es wurde. Was? Er wurde von einem Mammut schwer verletzt. Schon wieder. Schon wieder ein Mammutangriff. Das wären jetzt wieder zwei. Wenn ich jetzt sämtliche. Du bist der Jagd entbunden. Tiere zerlegen brauchst du auch nicht. Vielleicht kann ich ihn gerade noch für einfache Arbeiten einsetzen, dass er da nicht überfordert, überlastet ist. Aber fürs Jagen nichts mehr. Allgemeinarbeiten brauchst du auch keine machen. Das Baum mit Ziegel wird bald interessant, aber er hat es eh schon gelernt, also ist er nicht so. Ist er nicht so. Bergbau entbindet man dich. Da haben wir fast niemanden. Darf sie auch mal ran. Aber warum? Irgendwas ist noch ausgewählt, was ihr nicht gefällt. Oder warum ist sie? Können diesen Job nicht machen? Ja, welchen? Ach so, jagen. Deswegen. Na, verstehe schon. Weil Kind, ich verstehe schon.
So. Ich will mal vom Baum mit Stroh entbinden, aber du kommst zur Jagdgesellschaft. Du darfst auch zur Jagdgesellschaft. Bis zum Graben im Punkt momentan. 1, 2. Ja, jeder, so viele brauchen nicht forschen. Ich weiß zwar jetzt nicht. Okay, er ist ein Fast Learner. Okay. Dann bleibst du da forschen. Ja, wenn ich das Forschen jetzt so rausnehme, nach dem Charakter nach, gut ausgeruht, hat aber keinen Bonus auf Forschen, lassen wir das Forschen weg. Ja, dann Basis gucken kann sie ja schon. Ich darf sie noch Pflanzen mitgehen. Mit Strom haben wir auch schon so viele. Baum mit Ziegeln, Baum mit Lehmziegeln. Das muss ich auch umändern. So. Ja, der maximale Zuweisung, das wollen wir auch nicht. Kinder brauchen. Oh ja, dann nehmen wir schon die Diplomatie rein. Aber das Kochen lassen wir weg. Tiere zerlegen auch. Ein paar Forscher muss ich mir schon übrig lassen, aber 15 ist auch immer noch zu viel. Machst mit der fortschrittlichen Töpferei. Kleine Häuser. Lehmziegeln mit gebrannten Ziegeln. Auch interessant jetzt, ne? Ja, dann bekommst du auch die normale Töpferei. Er ist auch ein schneller Lerner. Sehr nice. Er ist auch zur Jagd eingeteilt.
Nee, denen will ich keine Bauarbeiten eigentlich mehr geben. Ja, die Schnitzarbeiten kann er machen. Und von mir ist auch die Diplomatie, ja. Da kriegen wir gleich ein bisschen mehr Effizienz rein. Dann kriegst du einfaches Jagen. Ja, das muss ich mir angewöhnen, beim nächsten Start von Anfang an gleich die Leute einzuteilen. Jetzt haben wir 9 Jäger, Jäger mit Speeren. 3, na 2, 4 sind ausgebildet. Er ist stark. Ja, haben wir jetzt jeden Mann im, also jeden männlichen im Mannesalter. Was macht das Plus hier? Dass sie was lernt oder gelernt hat oder noch was lernen kann oder dass sie Töpfern noch lernt? Okay. Und die hat aber nichts angefangen, was ich jetzt so sehe im ersten Blick. Weil Level Up gibt es ja direkt nicht so, ne? Okay. 10 Mann. Sechzehn Speere. Irgendjemand muss uns jetzt hier 10 Speere machen. Kann ich eigentlich jetzt alle Jäger, kann ich jetzt nicht zusammenrufen, ne? Das wäre es ja jetzt. Leider nicht. Du sollst nicht die Fackel anmachen, sondern ausmachen, Junge. So. Sind beide Mammuts da. Du solltest mal unbedingt in die Krankenstation.
Jetzt versuche ich was. Jetzt setze ich hier ein Lager. Dann muss ich es gleich direkt liefern. So. Ja, wir brauchen viel mehr Holz, viel mehr Holz. Das ist auch komisch. Da habe ich eigentlich beauftragt, dass die auch abgeholt werden sollen. Mach mal so. Sonst nehmen sie es ja raus auch nicht. Ja, jetzt gehen die nämlich bei den Mammuts vorbei. Jetzt gehen die einmal hier rauf und dann so runter. Es ist ja Wahnsinn, die sind so aggressiv, die Tiere. Ah, Mammut ist zu nahe am Dorf. Er legt Mammut. Ja, es muss sein. Ich will sie nicht ausrotten. Es geht los. Bumm, er lernt mit Speerjagen. Der erste hat gleich getroffen. Ist der nice. Und die nächsten zwei. Ja, mit den Zielen haben wir es noch nicht so. Oh, der war aber auch knapp. Meine. Nicht zu nah ran, nicht zu nah ran. Oh, ich hab's ja gesagt, nicht zu nah ran, Junge. Kann ich insistieren? Weitermachen. Ihr seid Jäger. So jagt es. Der hat sogar getroffen. Beschützt unsere Träger.
Wir müssen die Transportroute beschützen. Was tust denn du da? Also halt umsitzen. Du solltest eigentlich zur Jagd, Junge. Ist schon spät, ist schon spät. Oh. Jetzt hat es mir aber heftig. Nicht schon eher schon wieder. Jagen, jagen. Okay, er hat sich aufgerafft. Um sich dann wieder hierher zu setzen. Und er lernt auch jagen mit Speer und hat voll getroffen. Den nächsten Speer, hol ihn dir, hol ihn dir. Das ist der letzte. Der entscheidende. Ins Auge. Jawohl, ich hab's vorhergesagt. Er ist das nice. So, bevor ich den aber jetzt zerleg, bin ich so gescheit. Und mach hier einfach zwei Fackeln her. Und dann darf man ihn zerlegen. Habt ihr gut gemacht, ihr zwei. Sinasona? Alasona? Missona alle Eltern. Amaepona. Sona alle. Warum trägt hier das keiner weiter? Ach du gute Güte. Sinapona alapona. Na, da haben wir jetzt nochmal Glück gehabt mit dem Mammut. Warum die hier das Fleisch verrotten lassen? Aber das letzte Stück wird jetzt rübergetragen. Das ist schon mal nicht schlecht. Könnt ihr auch hier zur leichteren Orientierung auch eine Lagerstätte machen? Doki. Tja, die nächste Nacht kommt, meine Lieben. Fehlt. Ein Baumstamm. Hallo, wie? Hast du hier zu wenig Baumstämme? So, jetzt habe ich vergessen, was ich machen wollte. Ja, genau. Fackeln anzünden. Die Nacht kommt.
Achso, nee. Lassen wir das weg. Machen wir hier Feuer an. Missona alla. Sinapona alapona. Mit Pillen, Pona. Pona. So. Hier werden wir gleich mal alles an allen Backerfleisch verarbeiten, was wir haben. Ja, zweimal Orangen brauchen wir nicht, dann machen wir hier Äpfel rein. Äpfel haben wir auch schon gefunden. So, drei Birkensamen hätten wir auch noch. Mal so den Kreis weitermachen hier. Und auch wieder ein aufregender Tag. Warum gehen die nicht ins Dorf zurück? Sona alla Sona. Le Sona Sona. Sina Pillen Simi. Bona. Uweka. Ja, die benutzen alle schön fleißig den Weg. Das finde ich echt nice. Das finde ich echt nice. Und die lernen doch schön brav Feuer anzünden. So, wie schaut es denn jetzt eigentlich aus mit den Rohstoffen? Erde, Lehm, ne? Was habe ich hier? 8 Ziegel aus Lehm und Heu. Lehmziegel und Heu trocken. Manchmal sehe ich das auch so. Na, sehe ich nicht. 8 Lehmziegel trocken. Ziegelstein.
Pona. Sina pilin simi. Natürlich wird sich das alles nicht ausgehen, wenn wir nicht so viele Ziegel haben. Missona alla. Ja, da müssen wir die nächsten Tage unbedingt ein neues Lehmvorkommen finden. Das wäre nicht schlecht. Holzbänke finde ich ja schon cool, aber ein Tisch wäre ja der Hammer. Und auch vors Haus eine Bank. Wenn es halt nicht unbedingt regnet, können sie sich hier auch herchillen. Geschlafen, du he. Oh, hey, da schlafen schon wieder zwei draußen. Du sollst schlafen gehen, Junge. Hey, so fleißig muss ja niemand sein. Komm schon. Na, endlich. Sonst spult das Game nämlich nicht schnell vor. Und wieder zwei Älteste dazu gewonnen. Ob das jetzt ein Gewinn ist, bleibt dahingestellt. Ein Jäger weniger. Darfst du töpfern, ein fortschrittliches Töpfern noch machen. Ja, richtig nice finde ich's. Unser Dörfchen, da kommt jetzt ein Lager her. Und dann bauen wir sich schon irgendwo hier abseits ein erstes Holzhaus, ein kleines Stockhaus. Kann ich jetzt eigentlich hier noch einen Boden drüber machen? Ja. Aber möchte nicht. Es bleibt mal vorerst so.
Was braucht der hier? Die braucht er trocken. Spaltholz. Haben wir so viel, dass wir es einheizen wollen? Nein, das wollen wir nicht einheizen. Leute. Macht mich nicht verrückt. Da habt ihr genug Äste. Die dürft ihr nehmen und die auch. Wenn das nicht reicht, weiß ich ja auch nicht. Bitte nicht mehr Spaltholz verheizen. Und jetzt dann braucht sie überhaupt keine Fackel mehr anmachen. Wie kann ich die Route bearbeiten? So, jetzt bitte daher liefern. Ja, wahrscheinlich. Ich habe voraussichtlich keinen Strom mehr und deswegen verheizen sie schon wieder mein Holz. Obwohl, hier ist noch ein bisschen feuchtes Heu, also trockenes Heu, Stroh. Sicher nicht. Oh oh. Jetzt macht uns auch noch das letzte Mammut hier Probleme. Er ist so ein Jungältester. Na gar nicht. Er schaut nur so aus. Einfaches Jagen dazu. Holzbau braucht man in Zukunft. Hier haben wir zwei Speere liegen. Naja. Es fühlt sich durch uns so gestört. Ach Gott, Leute. Nee, dann muss es weg. Es hilft nichts. Jagt es. Sinapillin.
Ja, tut mir leid. Mammut. Ach so, gut, Güte, aufgepasst. Böse, böser Hit. Der hat gesessen. Lauft, lauft um euer Leben. Das Mammut ist los. Oh, der war aber knapp daneben hier. Alles gut, die Frauen heben es wieder auf. Der hat sich auch verletzt. Puh, das war jetzt aber noch eine knappe Geschichte. Das muss man schon sagen. So, weiter geht's mit Tier zerlegen. Wo wir jetzt eindeutig mehr Leute brauchen. Sehr nice. Doki. Missona alla. Mi pillen pona. Missona alla. Oweka. So. Aber ja, weh. Schaffst du es noch ins Bett? Auf die Krankenstation. Ja. Und du auch. So, meine Lieben, das war's mal für heute mit der Folge. Ich sag Dankeschön fürs Zuschauen. Alles Liebe,
auf Twitch geht's gleich weiter. Und auf YouTube, ich denke schon, dass ich die Folgen auch kurz darauf veröffentlichen werde. Aufeinander folgen. Na dann, alles Liebe, bis zum nächsten Mal. Baba.